Am ersten Tag der Bischofssynode warf der Oberrabbiner von Haifa den religiösen Führern ihr Schweigen während des Holocausts vor. Rabbi Sheer Yashuv Cohens Rede bei der 12. ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode war die erste Rede, die von einem Nichtchristen gehalten wurde. Der Vortrag des Rabbis, der sich auf die jüdische Auslegung der hebräischen Bibel konzentrierte, schloss laut einiger Beobachter mit einer negativen Bezugnahme auf Papst Pius XII. Hinter den verschlossenen Türen der Synode sagte Rabbi Cohen Berichten zufolge, Zitat, »Wir dürfen die traurige und schmerzhafte Tatsache nicht vergessen, wie viele einschließlich der großen religiösen Führer ihre Stimme nicht erhoben haben, um unsere Brüder zu retten, sondern sich entschlossen, still und heimlich zu helfen.« Die Bemerkung erweitert die Debatte über die Kriegsdiplomatie von Papst Pius XII., dessen Tod vor 50 Jahren am Donnerstag in einer Gedenkmesse gedacht wird. Alle Synodenväter werden daran teilnehmen. Papst Benedikt XVI. Verteidigte letztes Monat Pius XII. Dem Ergebnis einer Konferenz folgend, die das Vermächtnis des Papstes geprüft hat, und wird die Messe zelebrieren. In einem Interview vor seiner Ansprache sagte Rabbi Cohen, er sei sich des Zeitpunkts nicht bewusst gewesen, als er seine Teilnahme zusagte. Um ehrlich zu sein, muss ich sagen, dass ich nicht weiß, wie es in der Versammlung passiert ist. Wenn ich es gewusst hätte, und ich verstehe, dass manche Zeitungen gesagt haben, dass man hier sein bedeutet, dass ich nicht dagegen protestiere, wäre ich vielleicht nicht gekommen. Pater Thomas Rosica, der englische Medienverantwortliche der Bischofssynode, wies darauf hin, dass Cohen den Namen Pius XII. In seiner Rede nicht ausdrücklich erwähnt hat. Er sprach über einige Kirchenmänner, die nicht genug getan oder geschwiegen haben, und das passt auf viele Menschen. Selbst Papst Johannes Paul II. Spricht in dem Dokument seines Pontifikates, wir erinnern uns, davon, dass manche nicht genug getan oder geschwiegen haben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob damit Papst Pius XII. Gemeint war. Was auch immer der Rabbi in einem Interview vor seiner Rede gesagt hat, ist die eine Sache, aber was er in der Versammlung gesagt hat, ist etwas anderes. Die Kongregation für die Glaubenslehre bescheinigte Pius XII. Im Mai 2007 heroische Tugenden. Befürworter der Seligsprechung warten noch immer auf die erforderliche päpstliche Unterschrift, damit das Verfahren fortgesetzt werden kann.